Weiß womöglich Professor Grumbart mehr, wie wir Bartomp überreden können, mitzukommen? Ich frag ihn mal. Bartomp? Ist das nicht der Alte, der direkt neben mir wohnt? Von dir aus gesehen rechts? Es war mal ein sehr berühmter Seemann. Okay, hast du sonst keine Ahnung? Okay, die sagen halt alle nur, wo er ist. Was Tolles, aber... Ja, niemand weiß so wirklich, wie wir richtig mit ihm kommunizieren können. Er sagt einfach nur... Der Seemann Bartomp! Nie gehört! Haut ab! Hey, was soll das? Wir wissen genau, dass du Bartomp bist, ja? So ist es also, ja? Und was wollt ihr von mir, Ich soll Steuermann auf eurem Schiff werden? Tut mir leid, versuch's woanders. Ich betrete kein Schiff mehr. Was soll das? Hey, du musst uns unbedingt helfen, Mann. Wir brauchen dich. Niemand sonst kann uns zur Isla Corsaria bringen. Ich hab Nein gesagt. Und dabei bleibt es. Hey, Kollege. Ich fahre nicht mehr zu sehen, nein. Also geht dahin, wo ihr hergekommen seid. Geht zurück, wo der Pfeffer wächst. Na gut, dann berichten wir halt. Was nun, Bamba? Der scheint ja ein ganz sturer Hund zu sein. Ja, keine Ahnung. Aber warum fährt der Kerl eigentlich nicht mehr zu See? Vielleicht kann uns das ja irgendjemand erklären. Irgendjemand? Wer denn? Ist der Professor Merweis oder jemand ganz anderes? Also ich kann ja nochmal anklopfen hier. Hey, Professor, ich war gerade hier, aber hey. Warum Bartom nicht mehr zu See fährt? So genau kenne ich mich auch nicht aus. Aber Meister Bierden weiß bestimmt etwas mehr darüber. War das nicht der an der Bar? Ich schau mal vorbei. Bartom hat es abgelehnt, mit auf mehr Schiff zu kommen. Und ihr wollt ihn wirklich dazu bewegen, wieder zur See zu fahren? Zur Isla Corsaria wollt ihr also, ja? Das Meer dort ist tatsächlich schwierig zu befahren. Bartom wäre da perfekt. Also dieser Bartom, ne? Der hat gerade eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht, musst du wissen. Willst du darüber hören? Auf jeden Fall. Na dann, hör gut zu. Warum sieht er aus wie eine Bohne, als wäre er aus Superstar-Saga? Bartom hatte eine wunderschöne Frau. Scarlet war ihr Name. Oh, ich wette, die war hübsch. Die beiden haben sich wirklich sehr geliebt. Aber als Seemann war Bartom oft sehr lange Zeit nicht zu Hause. Ohne je darüber zu klagen, hat Scarlet immer geduldig auf ihn gewartet. Und Bartom hat auf all seinen Reisen nie eine andere Frau auch nur angesehen. Er war super loyal, aber dann... Also, es war in einem sehr kalten Winter. Scarlet wurde von einer schlimmen Krankheit heimgesucht. Zu dieser Zeit befand sich Bartom auf einer sehr langen Seereise. Und als er endlich nach Hause kam, war es bereits zu spät. Er gab sich selbst die Schuld an ihrem Tod. Er dachte, er habe seine Frau im Krankenbett nicht pflegen können. Eben weil er als Seemann immer unterwegs war. Und seitdem hat er nie wieder ein Schiff betreten. Ich meine, es ist ja sehr tragisch, aber ist es nicht... Also nicht genau deswegen jetzt ein Grund, immer weiter mit der See zu fahren, so unendlich lang, einfach um wegzukommen von diesem Ort? Wie traurig, deshalb also. Wollt ihr ihn immer noch überreden, jetzt wo ihr seine Geschichte gehört habt? Ja, klar. Ihr seid also fest dazu entschlossen, ja? Dann sollte ich euch das hier geben. Eine Tasse? Nee, ein Abschiedsbrief. Der letzte Brief von Scarlet an Bartomp. Wieso hast du den einfach? Kurz bevor sie verschied, schrieb Scarlet diesen Brief an Bartomp. Den Inhalt kenne ich nicht. Sie sagte, Bartomp solle diesen Brief bekommen, wenn er nicht nach ihrem Tod Vorwürfe macht. Wenn er sich nach diesem Tod Vorwürfe macht. Aber als ich ihn sah, wie er verzweifelt versuchte, Scarlet zu vergessen, ich konnte sich übers Herz bringen, den Brief zu geben. Bitte. Da ich nicht den Mut fand, Bartomp diesen Brief zu geben, tu du es für mich. Vielen Dank. Wir geben gut auf den Brief acht. Gehen wir, Bamba. Ja, das werden wir. Und hoffentlich wird er dann wieder zur Vernunft kommen. Wir können es nur hoffen. Ja, ich habe nicht gewusst, dass er so eine tragische Vergangenheit hinter sich hat. Seine Frau gestorben und er war nicht dabei im Sterbebett. Das ist schon traurig, ja. Na, was soll das, hä? Ihr schon wieder? Habe ich nicht gesagt, ihr seid aufs einem Haus? Ihr könnt kommen, so oft ihr wollt. Meine Meinung wird sich niemals ändern, ja? Verschwindet! Oh. Warte mal, das ist ein Brief an mich. Oh. Von Scarlet? Scarlet! Wenn du diese Zeilen liest, werde ich bereits nicht mehr an deiner Seite sein. Da es jedoch etwas gibt, das mir sehr am Herzen liegt, schreibe ich es dir.
Ich bin von dir gegangen, während du auf hoher See warst. Wie ich dich kenne, wirst du dir das ewig vorwerfen. Aber lies weiter. War mein Leben auch kurz, so verdanke ich dir doch alles Glück der Welt. Ich war immer sehr stolz darauf, einen Seefahrer wie dich zum Mann zu haben. Das Meer gehört zu dir, so wie du zum Meer. Und so soll es bleiben. Das Meer gehört zu dir, so wie du zum Meer? Entschuldigt mich, bitte lass mich einen Moment alleine. Hey, wo ist mein Signet? Na egal. Auch ich war sehr glücklich, Scarlett. Wie ich dich liebe. Oh. Mario, ich hab nichts gehört. Alles gut. Ich hab nur Sand in den Augen. Ihr habt doch einen Steuermann gesucht, ne? Zu einer Corsaria, sagt ihr? Mhm. Nun gut, wenn euch mit einem alten Kauz wie mir gedient ist, bin ich dabei. Madame! Ja, genau, und das Schiff liegt doch sicher am Hafen vor Anker, oder? Wir sehen uns dann dort. Yes, wir haben ihn überredet, Freunde. Wir können zur Isla Corsaria und somit Kapitel 5 starten. Hat ein bisschen gedauert. Ich hätte nicht erwartet, dass das so kompliziert wird, aber hey, wir haben einiges gelernt und ich habe mit neuer Energie jetzt Lust, direkt reinzustarten in diese Chapter. Ich habe einen Brief bekommen. Oder eine E-Mail. Von Bubulia. Hallo, hallo Mario, wie geht's? Mir geht's wirklich sehr gut. Hier hat sich viel verändert. Nur Bubulia wird immer noch oft von Bubuma ausgeschimpft. Also Bubuma, ja. Ich fände es schön, wenn er mehr mit mir zusammen wäre. Hast du immer viel zu tun? Musst du viel reisen? Ganz weit weg? Wo sonst noch keiner gewesen ist und so? Wie spannend das sein muss, so aufregend. Wenn du Zeit hast, komm unbedingt hierher und besuch mich mal, Bubulia. Ist das ein Ei? Was haben die Turteltäubchen denn da gemacht? Naja, ist jetzt gerade nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir auf ein Abenteuer gehen. Auf ein großes Abenteuer auf See. Auf eine neue Insel. Das erinnert mich sehr an Paper Mario 1. Seltsam. Ich wusste, dass du schaffen würdest, Bomba, den alten Bartom zu überreden. Man weiß, dass Bomba ist, also. Na egal. Super Mario, es war vollkommen richtig, dich zum Kapitän zu machen. Der Proviant ist an Bord. Die Vorbereitungen sind damit abgeschlossen. Der Proviant? Du willst doch nicht den Toads essen, oder? Bist du ready? Klar doch. Gut, bereit zum Auslaufen. Unser Ziel ist die Isla Corsaria. Ahoi! Und so segelten unsere Helden auf der Suche nach einem Stück. Einem Stück Schatz. Mario mit seinem Sternjuwel. Und Corsaria hat was anderes. Hier, Krusi 1, hier, Krusi 1. Einschleusung war erfolgreich. Schwarzer Krusi eingeschläft. Ich wiederhole. Schwarzer Krusi an Bord. Ich wusste, er war's. Kapitel 5: Der Schatz des Holländers. Des Piraten. Ei, ei, Captain. Geht das nicht lauter? Oder ein Like da lassen, uns laut genug. Logbuch XO. Tag, Stern. Monat. Sternmonat. Den Winden trotzend sticht die Corsar in See. Ein gewagtes Unterfangen? Nicht für uns, erfahrene, mutige Seebären. Die Flagge ist aber süß. Aber so, was soll das sein? So eine Blume? Logbuch XX. Tag, Stern, Monat. Ein prächtiger Wind. Dazu strahlendes Wetter. Die Götter des Meeres scheinen unserer Expedition gewohnt zu sein. Hey, können wir nicht ein bisschen auf dem Schiff rumspielen? Schade, nein, scheinbar nicht. Logbuch, X, Musiknote, Tag, Sternmonat. Unsere Reise verläuft ganz nach Plan. Bei unserem gegenwärtigen Tempo werden wir morgen die Insel erreichen. Jetzt aber hoffen, nicht so langsam wie sie. Mit roten Augen starrte der Schädel aus Stein, so rot und glänzend wie ein Rubin. Bom, bom, bo, bom, bom, rot wie ein Rubin. Bei Rotbart fielen wir dreimal auf den Schieß. Auf den Scheiß. Blaubart, schlug man viermal. Bom, bom, bo, bom, bom, und dann ein lauter Knall.
Was für eine Nacht! Ich habe doch gleich gesagt, keinen Grund zur Unruhe. Die Insel liegt vor uns. Ich kann die Schätze fast schon riechen. Ein herrliches Gefühl. Wollt ihr Berichte von meinen Heldentaten hören? Natürlich wollt ihr. Damals, als ich im Dschungel gegen eine Riesenschlange... Damals... Gefahr. Ja, schon wieder. Rosarios Ruhm ist Taten. Genau dieselben Geschichten wie gestern, oder? Wir können ja nicht weg. Also Zähne zusammenbeißen und einfach reden lassen. Man darf ihn auch nicht unterbrechen, sonst wird Rosario wieder sauer. Aber was ist jetzt los? Das Schiff verliert an Fahrt. Hey, Chef! Halt's Maul! Ich meine, sorry, dass ich unterbrechen muss, Chef, aber es sieht ganz so aus, als machen wir keine Fahrt. Wir treiben nur noch. Gemeinsam. Was? Keine Fahrt? Wir treiben? Das sagt ihr fertig. Dann sagt doch gefälligst dafür, dass wir wieder in Fahrt aufnehmen. Ihr Landratten! Am Schiff selbst liegt's nicht. Und ich bin noch nicht so abgetackelt, dass ich sowas übersehen würde, ja? Ei, ei. Dann ab in den Mastkorb. Ich klär die Lage. Da oben. Hübsch. Ei, ei. Land in Sicht. Aber kein Lüftchen. Etwas noch. Ne? Oh nein. Hä? Schnauze, ich arbeite hier. Was soll das, hä? Ich habe Angst vor Feuer. Ich verliere noch. Der Ruhe, Disziplin. Was für ein Dede, was für ein Geigei. Also wie der Tower guckt in der Mitte, Alter. Das ist der Pipi, der Piratenkönig! Es gibt ihn also wirklich! Was machen wir? Was machen wir jetzt? Keine Panik, das sind doch nur optische Täuschungen! Los, jetzt diese Segel! Oh. Bist du der Pipi, der Piratenkönig? Alle mal auf ihre Posten und bleibt ganz ruhig. Ganz ruhig, ruhig, ruhig. Und immer den Befehlen des Captain gehorchen, klar. Ja. Nein, Vater! Hör zu, bleibt ganz ruhig und... Oh, Mami! Ah! Kapitän, Vater, wir evakuieren! Alle Mann von Bord, los, Ilse, jeder für sich, wir treffen uns dort! Ah! Oh, Alter! Und das Schiff geht komplett zunichte. Die schöne Korsaren. Logbuch, X-Sternchen, Tag, Stern, Monat. Wir sind auf dieser Insel gestrandet. Glück im Unglück. Wir sind auf der Isla Corsaria, am Ziel unserer Reise. Aber wir haben drei Vermisste, darunter auch Steuermann Bardom. Was soll nur aus uns werden? Die Lage erscheint aussichtslos. Logbuch, Logbuch X-Herz, Tag, Stern, Monat. Unsere Lage hat sich ein wenig gebessert. Die Flut hat einen Teil unseres Proviants an den Strand gespült. Salzigen Käse, salzige Kartoffeln. Salziges Brot. Was erwartet man bei salzigem Meer? Vieles davon konnten wir einsammeln. Für eine Weile scheint das Überleben sicher. Logbuch OO. Tag, Stern, Monat. Wir wollen eine Hütte für unsere Vorräte bauen. Damit wäre zumindest der Proviant vor Sturm und Regen geschützt. Bardomb und die anderen bleiben weiterhin verschollen. Aber noch hoffen wir, dass sie es irgendwie geschafft haben und auf der Insel sind. Logbuch OX, Tag, Stern, Monat. Seit drei Tagen auf der Insel. Die Hütte ist fertig. Wir richten uns ein, in der Hoffnung, bald wieder nach Rohlingen zurückzukehren. Die Grafik. Isla Corsaria. Hey, wo sind die anderen eigentlich? Hey, Captain Schnauzbart. Ja, das bin ich, glaube ich. Unsere kleine Hütte ist fertig. Klar zur Besichtigung. Oh. Nice. Mann, es wird auch so ziemlich langweilig hier auf dieser Insel.
Aber warte mal, hier wo wir gerade sind. Das wirkt wie ein Ort, wo sie was ver... Wo sie was verstecken würden. Achso, und ich habe vorhin noch mal kurz mit dem Hotelgutschein mich geheilt. Der Wacker aus dem ersten Teil. Wenn man den Kopfschmerzen gibt, gibt ein richtig geiles Item. Aber wenn man das zu oft macht, dann ist er irgendwann so dumm und taucht nie wieder auf. Wacker, ich bin Wacker. Prima Wetter heute, findet ihr nicht auch? Dieses Wetter öffnet einem doch immer wieder das Herz, findet ihr nicht auch? Warte. Wacker, voll schreckbar. Wackers Kickschild, 25 KP und 25 Baby wiederherzen. Geiles Item. Aber übertreibt es nicht, den immer wieder zu hauen, weil irgendwann ist er zu dumm und dann kannst du nicht mal auf seine Birne hauen, weil da ist nichts mehr drin. Das wollt ihr ihm nicht antun, oder? Achso, jetzt wo es mir gerade einfällt, wir sollten ihn vielleicht nochmal untersuchen, falls er denn nochmal dort ist. Aber das können wir vergessen, aber wo wir so viele Partner haben, ist es auch ein bisschen schwierig, an alle zu denken. Jeder hat ja seine Fähigkeiten und jeder kann uns weiterhelfen. Nein, keine Sorge, ich hole dich nicht auf den Kopf. Ich wollte nur mit dir reden. Das ist ein Wacker. Wacker sind so selten, dass man fast nie eins zu sehen bekommt. Wenn du einen Wacker mit dem Hammer schlägst, erhältst du Wackers Kick. Bei Gourmets kannst du dafür gute Preise erzielen. Aber so eine wehrlose Kreatur zu schlagen, das wirst du doch niemals tun, Mario, oder? Doch, einmal habe ich ihn geschlagen. Wacker, ich bin Wacker. Prima Wetter. Gestern war auch Wetter. Prima. Ich glaube, je öfter man ihn schlägt, desto langsamer und kürzer wird sein Text, weil er immer mehr vergisst, aber das wollen wir ihm, wie gesagt, nicht antun. Einmal reicht, vielleicht auch ein zweites Mal, vielleicht auch maximal ein drittes Mal, aber mehr nicht. Allerhöchstens ein viertes. Aber das ist schon Grenze. Kapitän, schnell! Corsari und Bigamp, sie beiden sind... schnell! Die beiden sind schnell? Hast du etwa Angst vor den Geistern auf der Insel? Du bist doch sonst so furchtlos. Was? Was hältst du da? Du hast doch selbst die Hosen voll, Schlickrutscher. Moment! Hast du da etwas von vollen Hosen gesagt, Matrose? Ganz genau, und ich sage es so oft, ich will. Hosen voll, Hosen voll, Hosen voll. Bam, oder nicht? Jetzt bist du dran! Oh, wütend. Dir werde ich zeigen, was eine kurze Lunte ist. Sind die jetzt noch was? Sah das ja doch cool aus. Da sind sie! Hä? Die Geister sind wieder rausgekommen! Die Geister? Oh nein, sie haben uns entdeckt! Was war da eigentlich der Tod da hier? Wie ist der hergekommen? Mama! Mama! Mario! Das ist ein Befehl! Verjag die Dinger! Ein Befehl? Ich? Soll ich verjagen? Mama mia. Boah, hier sieht aber bedrohlicher aus. Einmal so ein Full HD. Ich würde erstmal sagen, Gumbrina rausholen und scannen lassen. Das ist so ziemlich das Coolste, was wir gerade machen können, schätze ich. Also schauen wir mal. Das ist die kalte Glut. Die kalte Glut ist ein zorniges blaues Irrlicht. 8 KP, 3 Angriff, keine Verteidigung. Ach, die kalte Glut ist ein Flammengegner. Solltest du sie nicht direkt berühren. Und wenn du sie mit Feuer angreifst, wird etwas Schreckliches passieren. Angriffe mit Wasser, Eis und Explosionen sind da erfolgversprechender. Natürlich solltest du auch deine eigene Verteidigung nicht vernachlässigen. Sonst könnte es sein, dass du schneller Feuer fängst, als dir lieb sein kann. Okay, also wir sollten bloß nicht mit Barbara kämpfen, habe ich verstanden. Boah, wie lange der auflädt. Oh, wir brennen. Oh, und dann machen wir mal einen auch noch. Hey, 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 was? Oh Gott. Nein. Hazza! Keine Ahnung, was da los war. Irgendwie habe ich erst jetzt gemerkt, dass das Sound ein bisschen zu laut war. Ich hoffe, das war nicht schlimm für euch. Ihr könnt mich dann natürlich immer noch super hören. Noch die sexy Stimme. Oder was auch immer. Wie besiegen wir die am besten? Wir könnten natürlich den Power Ring mal ausprobieren. Schaltet allen Gegnern, die du einkreisen kannst. Okay. Ziele mit dem Sternenkreise um deine Gegner. Das probiere ich mal aus. 4 Sternenenergie, dann muss es schon gut sein. Wenn das so viel kostet. Und los. Pokémon Ranger. Oh Gott. Alter, wie viel Schaden das macht. Oha. Doch, das lohnt sich auf jeden Fall. Und ich kann noch mehr Damage machen. Doch, das...
ist vielleicht sogar besser als den Beben, den wir hatten. Kostet zwar doppelt so viel, aber macht auch doppelt so viel Schaden. Wenn man es richtig macht, natürlich. Gut gemacht, Captain. Noch sind wir nicht sicher. Da treiben sich sicher noch mehr auf der Insel herum. Aber einer von uns muss diese Insel genau erforschen. Ich als Befehlshaber muss natürlich hier bleiben. Natürlich, Mario, du wirst diese Insel von uns erforschen, habe ich recht? Nein, warum sollte ich? Nö, kein Bock. Aber du weißt, du bist hier nicht im Urlaub. Und einer muss es tun. Also gut, eine faire Entscheidung muss her. Also Männer, Mario und sein Team sollen die Insel erforschen. Wer stimmt zu? Hebt die Hand. Warum heben alle die Hand? Also zumindest die, die in der Hand haben. Okay, ist das entschieden, ja? Wir zählen dann auf dich, Mario. Also viel Erfolg. Boah, immer diese Demokratie hier. Aber ja, das hier ist dann wohl die Isla Corsaria, ja? Okay, die Texte sind ja alle gleich. Ich dachte, da wird irgendwas anderes gesagt. Ah ne, hier steht jetzt, aber gegen Geister ist er leider ein wenig allergisch. Ja, das haben wir gemerkt. Wir sind, glaube ich, alle hier so ein bisschen allergisch gegen die Geister. Ja, es ist kein Urlaub, aber dann haben sie so einen Stuhl hier. Mhm. Ach, und deshalb ist er mitgekommen, weil er hier seinen Shop hat. Genau. Furchttiger, das erkenne ich noch. Spawnt man so einen Schattenbowser, um die Gegner zu erschrecken. Was haben wir hier noch? Ich finde diese Base wirklich schön. Wirklich schön. Jetzt pass auf, am Ende habe ich den Zaun zu leise, dann ist es halt so. Okay, das ist das Toadhaus. Aber in dieser Situation an Münzen zu denken, ganz schön geschäftstüchtig. Okay, also es kostet immer noch Geld, ja. Ja, es geht noch. Noch geht es, denke ich. Gehen wir ein bisschen erkunden. Und sofort fällt mir auf, es sieht genauso aus wie... sieht genauso aus wie in Paper Mario 1, der Wald, die Insel. Hä? Was ist das denn für ein riesiger pinker Bob-Omb, der da rumsitzt? Was zur Hölle? Der fällt ja einem richtig ins Auge. Achso, die haben ja schon mal in der Arena gescannt, stimmt. Die Waldfuzzis, Fuzzis, die Fuzzis, die blöden Fuzzis. Was, 3 Schaden mit Erdbeben? Ich dachte, ich mach mehr. Immerhin das. Immerhin haben wir so ein bisschen Glück. 6 Schaden machen wir mit Gumbrina, zumindest halt mit Gumbrina, vielleicht auch mit allen Partnern, wenn wir richtig treffen. Okay. Wir wollten so oder so mal ausprobieren, wie die anderen Partner hier funktionieren. Wir haben ja jetzt Barbara und Nagarina, weil wir beide noch nicht wirklich kämpfen sehen. Hatten wir den Schattenhieb schon gesehen? Ja, das haben wir gesehen. Such mich, brauchen wir nicht wirklich. Und Feuerzauber könnte ich mal machen. Greift alle Gegner mit Flammen an, setzt sie in Brand. Obwohl, es kostet 6 BP und es greift ja auch alle an. Das lohnt sich jetzt nicht. Mach ich erstmal nur das hier. Yeah, wir werden auf jeden Fall mal alle hier nochmal ausprobieren. Auf jeden Fall. Vor allem, weil ich denke, dass hier nicht viele neue Gegner kommen werden. Zumindest in diesem Waldgebiet nicht. Aber wir sollten uns hier mal umschauen. Eine Mango. Eine Frucht der Isla Corsaria. Stellt 5 KP wieder her. Okay, ich glaube, die Mango ist wahrscheinlich nur zum Kochen gedacht. Ein Orden Würschlag. Dieser Hieb verwirrt Gegner und führt zu Kontrollverlust. Okay. Oh, kennen wir den schon? Ich glaube, den kennen wir auch schon. Der war doch, glaube ich, auch in der Arena. Habe ich recht? Habe ich recht? 5 Schaden. Das schmeckt. Ja, die waren auch in der Arena. Okay. Feuerzauber. Greift alle Gegner mit Feuerattacken an. Drücke die angezeigten Knöpfe hintereinander. Nein! Fast. Aber es macht einiges an Schaden. Okay. Not bad. 6 BP ist schon sehr viel dafür. Ich meine, ja, es macht auf alle Gegner und so um die 6 Schaden oder so, aber 6 BP, Da muss ich mal schauen, muss ich mal schauen. So, und Nagarina wollte ich auch noch ausprobieren. Oh, einen Karpanzer. Macht härter und erhöht die Verteidigung. Ja, not bad, not bad. Kommen wir nicht ins Wasser? Achso, ja, okay, deswegen nicht. Jedes einzelne Wasser in diesem Spiel ist beschmutzt mit irgendwelchen Kettenpiranhas. Also Ketten und Piranhas meine ich. Müssen wir sorgfältig
mit unseren Sprüngen umgehen. Nicht, dass wir wieder ins Wasser fallen. Blub. Das wäre nicht schön. Schön wäre es aber, wenn ich hier mal ein klares Ziel hätte. Oh. So viele Items. Schrumpfer. Warum haben wir Platz für all diese Items? Merke ich gerade, hä? Da passt irgendwas nicht zusammen. Ach, und die können wir doch gar nicht. Oh. Ich dachte, wir hätten schon alle gesehen in der Arena. Nö, noch nicht alle. Komm, Brina, hau mal kurz raus, bitte. Was haben wir hier vor uns? Tada! Das ist eine Faulpiranha. Das sind giftige Piranha-Pflanzen von seltsamer Farbe. 8 KP, Rang auf keine Verteidigung. Die Techniken der Faulpiranha sind Biss und fauliger Atem. Wenn sie dich mit ihrem Atem vergiften, sinken deine KP auch nach dem Angriff weiter. Ah, aus dem ersten Teil die gleichen. Okay. Oh, da beißt die erste mich. Okay, genau dann, wenn sie den Kopf umdrehen. Oh, aber der wusste ich es nicht. Oh, jetzt sind wir beide vergiftet. Ah, ne, nur sie ist vergiftet. Danke, Orden. Ich glaube, es würde auch reichen, wenn ich... Ehrlich gesagt, mit Barbara die Ability benutze. Los geht's. A, Y, X. A, X. Ja, easy. Weiß nicht, warum ich beim ersten Mal versaut habe. Das ist eigentlich eine super einfache Attacke. Okay, danke für die Verteidigung vom Zauber. Vielen lieben Dank. Ich kann den Müll nicht ausweichen. Jetzt sind wir beide vergiftet. Nein, ich sterbe. Mario stirbt. Gott. Ist gar nicht gut. Oh, und der beißt. Aber er hat mich nicht getroffen. Wegen der Verteidigung. Danke. Die hatte ich nötig. Außerdem haben diese Piranhas eine Lektion nötig, wie mir scheint. Ja. Mario freut sich richtig, die kaputt zu hauen, ja. Aber ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir uns in Sicherheit begeben würden, Mario. Vielleicht sollten wir mal kurz aufhören mit Kämpfen und schnell zurück in die Basis. Wisst ihr, was ich meine? Ah. Nein! Ah, Mist. Ja, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sollten wir schnellstens abhauen. Aber ich gehe nicht den normalen Weg zu Fuß zurück, sondern ich werde erstmal nach oben gehen. Da muss man ja sowieso noch links lang. Und hier gibt es ja bestimmt noch etwas außerordentlich Interessantes. Hä? Was ist denn hier los? Aha. Zieh mal einer an. Ja, warte, wenn du schon mal hier bist. So, zieh mich runter in den Boden. Damit die mich nicht sieht. Aha, die Pro-Taktiken hier. Ja, ich denke generell mit ihr ist es am besten, Kämpfen auszuweichen. Ich dachte, mit dem Yoshi ist es am einfachsten, aber jetzt glaube ich tatsächlich, dass es eher mit ihr am einfachsten ist. Knapp. Hey, wie komme ich denn da hin? Oh. Eine Abkürzung. Nett. Aber wie komme ich da hin? Mit dem Mini-Yoshi? Tatsache. Okay, krass. Nice. Alle Insignien, die wir brauchen. Für Nagarine. Kann ich nochmal zurückgehen? Also nochmal ganz zurück? Ich glaube, wir sind hier gestrandet für das ganze Chapter, für das ganze Abenteuer, das wir hier sind. Also, ja. Dann ist das wohl so. Muss Nagarine sich ein bisschen gedulden, bevor ich sie ausprobieren kann. Aber in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall uns hier nochmal ein bisschen genauer umschauen. Ich schaue jetzt mich nochmal um wegen dem Sound. Ich weiß wirklich nicht, was da los war, aber ist auch nicht schlimm. Und ja, ich habe mich sehr gehypt auf das Abenteuer mit Corsario. Und dem Captain hier. Ne, warte, hier sind wir Captain. Na egal.